ich habe ein Huhn gezaubert. Und ich gieße es, damit es mehr werden. Hallöchen und herzlich, habe ich null gesagt? Ich fange nochmal an. Ja, du hast null gesagt. Ich bin nochmal am Aufholen, ist schon zu spät. Okay, dann brauche ich ja nicht runterziehen. Hallo und herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge mit einem Fail direkt am Anfang. Yay! Stimmt, ja. Folge 50. Joker, wir haben es geschafft. Wieder 50 Folgen und ich bin am Verhungern. Oh toll, geil. Nein, ich will nicht sterben. Ah, Hilfe! So, ich komme tatsächlich. Ist das die Leitung? Ist das die richtige Leitung oder bin ich verrückt? Du stehst auf der Leitung. Warte mal, das ist. Die geht vom Harvester ab. Ah, die geht direkt vom Harvester ab. Ja, super. Jetzt habe ich den Servo vergessen. Ja, ich muss so nochmal zurück servolizieren. Was mache ich jetzt? Ich wollte mir eine Spitzhacke machen. Eine gute. Materials and you. Guck mir doch mal hier rein. Was gibt's denn da? Rezepte, ja, bla bla. Brauche ich auch ein Sapling? Ich glaube, ich habe das falsche Buch, toll. Nein, verwirrt. Okay, dann Technikkiste. Da sind tatsächlich noch 4 Servos, ey. Siehste? Hast ja wieder mal gut auf Vorrat gekauft, ne? Tschüss Mutzi, tschüss Brainiac. Bis gleich. Das ist aber auch schon witzig, ne? Die haben mit uns angefangen und nach uns aufgehört. Obwohl wir schon hart am Limit waren. Das muss man sich aber mal genauer angucken. Ja, achte besonders auf Schnitte im Video. Aber ich bin aber auch wieder gehässig, ey. Oh Mann. Hast du Lust, schlafen zu gehen? Nö. Na dann. Ich muss jetzt einen Cobblestone mit Hand abbauen oder was? Nee, ich habe ja noch eine Knochenmühle. So heißt meine Spitzhacke. So. Kurze Frage, an Planter kann ich von überall ran, ne? Das ist egal, oder? Ja, kannst von überall dran. Okay. Da kann ich von überall ran. Oh. Item. So gay! Naja. Wer weiß, vielleicht ist der Planter ja weiblich. Hallo? Er hat schon wieder keine Saplings? Ach nee, hat er ja auch nicht. Kann er ja nicht. Jetzt komme ich nicht. Komm ich da ran? Okay, warte. Ich wollte gerade den Bookbinder in den Bookbinder legen. Ich bin so clever. Hab ich gewundert, warum es nicht geht. Ah, deswegen habe ich gerade so verwirrt. Hallo? 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 Ah, das heißt, wenn ich Obsidian mache, dann bräuchte ich. Habe ich den da eingebaut? Noch Lava. Hab ich nicht noch. Da ist doch noch Eisen. Der hat mein Servo gefressen. Guten Hunger. Manno, was soll denn das? Wie, der hat dein Servo gefressen? Ah, ich hab was den falsch eingebaut. Was ist denn da für ein Weihnachtsbaum? Mist. Was hast du da für einen Baum gepflanzt, der große rote? Der sieht aus Entfernung ist er aus fertig? Wie ein Weihnachtsbaum. Ist er fertig? Ja. Das ist ein Weihnachtsbaum? Mit Chopper war das irgendwas. Ich weiß es gerade selbst nicht genau. Ein Kupferbaum? Ja, ich glaube irgendwas mit Kupfer. Krass. Das ist ja mal abgefahren. Jetzt muss ich hier kurz reparieren, aber zuerst mache ich daran, dann komme ich da besser ran. Zack, mein Arbeitig Servo ist installiert. Mit leerer Hand rauf. Oak Saplings raufklicken. Raufklicken. Und dann muss ich hier noch Item duckt. Und dann ist sie fertig. Ich habe gar keine Auto. Und dann ist sie fertig, die Anlage für Saplings. Ich freue mich. Oh oui, l'amour. Ja, genau. So, ich mach mal ein bisschen was hier. 14 Saplings, wunderbar. 15 Saplings jetzt insgesamt. So, dann kann ich da oben nochmal, dann kann ich da jetzt nochmal ran. Lass Miranda den Sevilla, dann pflanzt er. Oh, das ist aber ein schöner Baum, wirklich. Ganz toll ist der, ganz, ganz toll. Ja. Warte, da gehe ich mal hin und guck, wie der heißt. Steht nicht bei Applewood. Applewood? Ah, okay. Was aber hast das du ist dann doch kein Kupfer gehabt? Telefon. Schlecht jetzt.
Ich mute mich mal eben. Oh, Mist, ey. So ein Scheiß. Wie soll ich mich jetzt muten? Einen Moment. Oh Mann, sowas von unprofessionell. Da fällt dir nichts mehr ein. Oh, meine Fresse. So, okay. Ich werde mir jetzt versuchen, eine Obsidian-Axt herzustellen. Werde wahrscheinlich elendig dabei fehlen. Was brauche ich dafür? Sowas? Ja. Sowas. Ja. Mehr nicht. Das war's anscheinend schon. Nein, das ist das Falsche. Nein, das ist auch das Falsche. Partbilder, da bin ich hin. Einmal das, einmal das. Obsidian Pickaxe. Warum steht jetzt da Mining Level Ardite und in der Beschreibung hat gestanden? Mann. Sorry an die Zuschauer für zwei Minuten nichts machen. Du bist einer. Unglaublich. Ich werde es aber nicht rausschneiden. Jedes Fail muss mitgesendet werden. Habe ich mir tatsächlich so gesagt. Ah, das Toolbinding fehlt noch. Ah, okay. So. Toolbinding. Meine Gießkanne. Ich werde mal ein bisschen dafür sorgen, dass wir Holz und Erde haben. Und Saplings. So, theoretisch müsste er denn gleich noch welche anbauen, wenn er das denn mal abholzen würde. Hallo. Manchmal braucht er ein bisschen länger, der Harvester, ne? Ist Abi. Ein bisschen doof. Oh, ratsch, ratsch, ratsch. Currently Harvest Table. Das klingt doch besser. Das ist jetzt blöd. Was, dass du ein Ohrwurm von deinem Klingelton hast? Ja, das einmal das. Und einmal, dass die ganzen Blätter ineinander spawnen. Das gibt auch wieder weniger Saplings. Guck mal an meine Axt. Was? Du meinst meine Axt? Oh ja, danke. Das ist die Obby-Axt. Hey, gib mir nicht deinen Scheiß. Ach, hast du gemacht aus Obsidian, wa? Ja, du kannst dir noch eine machen. Hast du in der Schmelze Obsidian, oder wie? Nein, nicht in der Schmelze. Hast du am Construction Table gemacht, oder was? Ja. Ist eigentlich voll easy und du brauchst, glaube ich, nur 2 oder 3 Obsidian. Obsidian ist auch noch da. Also du musst Gar nichts brauchst machen. Einmal für den Schaft und einmal fürs Toolbinding kannst du Holz nehmen, glaube ich, ne? Ja. Oh, ist das ein... Nee, das sind 2 Bäume. Das ist nicht ein Alpha-Baum, das sind 2 Bäume. So, wie ist es denn jetzt um unsere Saplings bestellt? Warum schickt er denn keine raus? Der Blutaltar ist fertig. Irgendwas stimmt hier noch nicht. Muss mich verbeugen. Der schickt die Saplings immer noch in die Kiste. Warum? Verbeuge dich vor dem Blutaltar. Los, Kinzi. Ja, komm, wo ist er denn? Hast du ihn... Oh. Verbeuge dich vor dem Blutaltar. Okay. Preiset den Blutaltar. Kalima, schub die den. Kalima. Ja, sau cool. Kalima, ja. Siehe dein 50-Abo-Special. Hast du nur eine Fackel? Okay, ich war vorhin noch wegholen. Welche am Machen. Ich mach hab ja eine weggeholt. Okay, aber ich mach trotzdem welche. Okay. Ich hab doch Kohle gemacht. Wo hab ich der Kohle? Der Baum flackert wie ein Weihnachtsbaum bei mir. Hä? Wo ist die Kohle? Hast du die da weggenommen? Nein. Ach nee, ich hab die noch. Alles gut. Hab ich noch Sticks? Okay. Hab ich noch Holz? Ich hab noch Holz. Ich kann Sticks machen. Oh, Jalapeno on a stick. Lecker. Woher Chit ist on das nochmal? Ach, Dingsbums. Wie heißt das denn? Ach, verdammt. Moment. Hier der Puppenspieler. Nein, der Puppenspieler. Nee. Ach ja, stimmt. Hier. Der amerikanische. Ja, genau. Jeff Dunham. Ja, genau so heißt er. Imog, was stimmt hier nicht? Warum schickst du die Oak Saplings da rein? Muss ich dem Pneumatik-Servo hier noch sagen, nein, bitte keine Oak Saplings? Fragst du mich jetzt oder führst du Selbstgespräche? Sowohl als auch.
Ah, okay. Und hast du schon eine Antwort bekommen? Nee, ich bin heute nicht so gesprächig. Was ist dein Problem? Ja, also hier ist Blacklist, hier ist Blacklist. Gut, dann packe ich da einen Oak Sapling rein. Dann kann er da ja schon mal nicht ran. So, oh, scheiße, ich weiß, wo das Problem ist. Ich habe was vergessen. Okay, ich gehe weitermachen. Ah, ich habe einen Nein, Sapling. Nein, habe ich ja gar nicht. Es ist ja so, dass wenn ein Pneumatik-Servo etwas auf der Whitelist hat, nur das durchlässt, richtig? Ja. Dann gehen also die Saplings auch nicht in die Tonne hier, ne? Hallo. In die Tonnen. Wenn du das so eingestellt hast? Also auf der Whitelist von dieser Kiste, wo die zu den Erd... In den blauen, Tonnen da sind ja gar keine Servos drin. Dann lassen die... Nein, ich habe ja extra, um Servos zu sparen, hier noch eine Kiste, eine Adapterkiste sozusagen hingesetzt. Und da ist ein Servo beim Eingang. Ja. Und der lässt nur Leaves durch, Oak Leaves. Ja, so konnte ich mir mehrere Servos sparen. Ja, dann muss es aber doch funktionieren. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich bin gerade in ein Loch gefallen. Sind die miteinander verbunden, dass das da lang geht? Nein, die sind doch. Habe ich doch extra darauf geachtet, dass die nicht miteinander verbunden sind. Aber du bist mit dir verbunden. Ich muss mir das jetzt doch nochmal unten angucken. So, okay. Nee, die sind nicht miteinander verbunden. Nein. So, und der, da muss ich jetzt natürlich wieder... Was suche ich? Da baue ich jetzt eine Treppe hoch. Ich werde bestimmt noch öfter hoch müssen, ey. Didian Week, ein Brewing Stand brauche ich noch. Okay. Nehmen wir halt noch alles schon gut. Bam, bam, bam. Perfekt. Chicken. So, jetzt kann ich alles überblicken. So. Eine leere Hand, bitte. Ja. Ich hatte versehentlich die Blacklist an. Dann kann es nicht gehen, weil dann hast du ihm genau gesagt, er soll das nicht machen. Ja, genau. Jetzt ist Whitelist. Jetzt kann ich meine Treppe doch wieder wegnehmen hier. Problem gelöst. Oh, und meine Hatchet ist kaputt. Meine Hatchet ist jetzt dreimal kaputt gegangen. Ja, dann mach doch mal Auto-Repair drauf. Nö, ich nehme einfach einen Flint. Was soll denn das? Ist doch gleich hier oben in der Kiste. So bestimmt noch was drin. Yep. Hatchet. Flint. Hatchet. Der Kinsey wird gehatchelt. Wo ist denn hier die Mitte? Hier ist die Mitte. Okay, dann kommt das Ding. Wenn du gerade in der Nähe vom Bett bist, nö, bist du nicht. Nö. Okay, was brauche ich jetzt? Pfeile. Ich brauche Pfeile. Hier liegt alles voll mit Saplings. Ist das Absicht? Nein. Okay. Wow. Gerade ist ein Baum in mir gewachsen und es tat weh. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich fühle mich benutzt. Der müsste doch in beide Richtungen durchlassen. Was ist denn mit dem Sludge-Boiler? Der arbeitet ja gar nicht, oder? Da, ihr zwei Düfen. Wieso hat der keinen Sludge? Willst du mich verarschen, oder was? Ach, nichts geht mehr, ey. Okay, dann muss ich da jetzt machen. Hab ich noch einen Lever dabei? Nein, ich habe natürlich keinen Lever dabei. Ach, dann scheiße ich doch jetzt auf den Sludge. Der ist doch eh schon so eklig, Brownie. Oh, was verdammt. Haben wir denn jetzt hier? Wir haben auf meinem wir haben einen Netherrack. Noch Gegner. Soll ich den Netherrack mitnehmen? Bringen? Oh, mach was du willst. Wir haben nämlich einen in der Sludge-Kiste gehabt. Pete haben wir auch. Pete von Pete's Mine. Nein, Spaß. Ich liebe Wortspiele. 1, 2, 3. So, ein Feuerzeug bräuchten wir dann aber auch. Habe ich noch ein Steinchen dabei? Nee. Kannst du gerade pennen gehen? Ja, warte, ich nehme noch eben einen Flint mit und mache mir gleich ein Feuerzeug und versuch mal das, was du vorhin zu dem Crucible gesagt hast. Über den Crucible. Brauche ich aber auch einen Eimer, ne? Und jetzt muss ich überlegen.
Jetzt ist die Mutzi aus dem Bett gegangen. Ja gut, dann war es anscheinend nicht so wichtig. Ich bleib noch ein bisschen liegen, aber nur kurz. Hab doch gerade geschrieben, dass du ins Bett gehst. Ja, dann ist sie aber, kurz davor ist sie schon rausgegangen. Naja, ich komm auch. Na, haben schon wieder so viele Monster bei uns. Ja, an Stellen, wo sie gar nicht sein sollen. Ja, unsere Insel ist halt einfach zu groß. Ich glaube, die ist einfach kack ausgeleuchtet. Vor allem die ganzen Bäume. Die sind bestimmt wieder auf den Bäumen gespawnt. Ja, das ist genau die Stelle, ja. Und bei dem Baum aber nicht. Hallo, du kleiner süßer Zombie. Oh, du bist so süß. Ging nicht, war ein Monster da. Ach so. Okay. Oh, ja, die Folge muss ich mir angucken. Da sind jetzt wieder 12 Settings an der falschen Stelle. So, dann kommen die da rein. Dann kannst du mal hier schnell pflanzen, bitte. Nein. Bitte pflanz mal. Nein, tu's nicht. Nein. So, ich muss auch nochmal mein Inventar aufräumen bei Gelegenheit. Boah, ey, mach mal hier das Loch bitte zu. Krieg Zustände, wenn ich da vorbeilaufe. Hast du noch Limestone? Nö. Ich guck mal, ob was in der Siebkiste ist. Von geht's noch? Nee, ich hab echt keinen, ich hab auch keinen Limestone. Ja, dann kommt da jetzt halt Kabel rein. Und das von mir, ey. So eine Aussage von mir. Dann kommt da jetzt halt Kabel rein. So, okay. Fertig. Wir brauchen irgendwo ein Gatter. Ich will eine Hühnerfarm machen. Alter. Warte, ich glaube, ich habe noch 29 Jungle Wood hier liegen vor meiner Nase. Upi. Wo sollen wir es hinmachen? Warte kurz, ich mach gleich was. Ah, das war der Netherrack, Scheibenhonig. Scheibenhonig. Wieso? Scheiben. Wie macht man denn Fänze? Fans? Ich glaub aus Sticks, oder? Ja. Ah, sehr gut. Wo ist der Netherrack? Keine Ahnung. Ah, was denn? Shift geht wieder nicht. Meine Scheibenhonig-Tastatur ist kaputt. Hm. Fans. Juhu. Ich weiß, wie man Fans macht. Was eine Sticks. Leistung. Denk an das Ups. Tor. Ja, papalapap. Was willst du denn? Was, nur für Hühner oder was? Joa. Ja, ich glaube, ich mach gleich mal was. Da können wir dann unsere Tierstation drauf machen. Ja, es geht mir nur darum, dass die Hühner nicht runterpurzeln, weil die ganze Zeit wieder selber zu craften ist halt ein bisschen blöd. Und ja, ich kann Hühner craften. Ich bin der Hühnercrafter. So, wo machen wir die Hühner denn hin? Ab sofort nenne ich dich Chicken Man. Ja, mit Chicken Man. Gut, das wir, läuft. Wohin sollen wir? Wir könnten eigentlich hier hin Hühner machen. Nee, ich hatte so gedacht, nee, aber die nerven die ganze Zeit. Nein, die sind toll da. Aber bitte mach nicht zu viele Hühner. Wenn die zu viele Eier legen, stürzt der Server ab. Meinst du? Ja. Denk dran, dass sie über Zäune rüber können. Hühner? Habe ich schon öfter beobachtet. Ah, du trinkst doch. Ah. So. Huhu, ich habe einen Huhn gezaubert. Und ich gieße es, damit es mehr werden. Ah, das ist natürlich sehr vernünftig. So, okay, gucken wir weiter. Was brauchen wir jetzt? Das brauchen wir. Ich kann, ey, wenn ich auf das Huhn ziele, doch, jetzt kann ich es gießen. Aber es wächst nicht. Hm, komisch. Ja, wohin soll es denn auch wachsen? Es ist doch schon groß. Mann. Oh Mann, wo sind das Kind? Quatsch mal ein bisschen doof. Macht der extra. Oh, Baum. Ich bin in Blättern. Baum. Ich baue mir ein Haus auf dem Ei. Da fällt mir wieder so ein witziger Witz ein, aber ich glaube, der ist nicht so kindgerecht. Wir haben ja im Keller sogar noch ein Place Rod. Wie witzig ist denn das? Ich gehe zum Lachen in den Keller. Jetzt ist aber gut. Ja, okay. Ekelhaft. Nein, lassen wir das. Annoying Orange soll da bleiben, wo es hingehört. Ey, ich hab gerade eben zufällig gesehen, Annoying Orange gibt's jetzt auch auf Deutsch.
Ja, mein das Favorit ist. Das ist doch bestimmt ist total. Homen est Omen. Ist nicht so der Burner. Ach, jetzt muss ich ja noch angeln. Kann man hier überhaupt angeln? Ah, bedingt, ja, bedingt. Unser Angelzentrum ist ganz schön bescheiden. Sag mal, haben wir eigentlich noch Grassamen? Keine Ahnung, was willst du damit? Aber ich glaube, ja. Mein Ei grün machen. Also normalerweise sollte man gucken, dass es nicht grün wird. Wenn man drauf steht, dann wird es irgendwann grün, wenn man drauf steht. Erst wird es mal blau. Ja. Das dauert aber eh noch eine Weile hier. Ah. Oh, ich habe keine Geduld zum Angeln. Okay, ein Fisch. Ah. Also ich hoffe, da bleibt bald mal ein bisschen Holz über. Müsste aber jetzt auch bald mal. Los, mach Palutsch. Weil ich wollte mir ja eigentlich auch noch... Palum? Du wirst mich killen, wenn ich das jetzt erzähle. Ich wollte mir ein schönes Häusle bauen. Okay. Ach was, Quatsch. Ich darf ästhetische Sachen machen. Ja. Na los, schön. Komm, Fischi, Fischi. Das freut mich. Aber ich glaube... Ah, ich habe noch einen Stack. Habe ich noch einen Stack? Das ist mein letzter Stack. Ich hoffe, das reicht. Sonst muss ich gleich mal gucken, wie viele Saplings wir jetzt haben und dann eben auf Erdproduktion umschalten. Juhu! Zweiter Fisch. So, und in einer Minute müssen wir Abmod machen. Ja, ich weiß. Nein, hör auf. Aber nein, es ist wirklich so. Hallo Hühnchen. Wir haben nämlich jetzt 21 Minuten und 50 Sekunden. Okay. Glaube ich hin. Das mache ich aber noch schnell. Joink, joink. Und wo ist mein Blutorb? Da. Passiert da was? Warum passiert da nichts? Warum mache ich das nicht so? So. Warum passiert da nichts? Zack, 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 zack. Komm. Zack, 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 zack. Noch 40 Sekunden. Ja, okay. Ich beende die Folge mit einem Blick auf die andere Insel, die nicht bewohnt ist anscheinend. Oh ja, toll. Wie schön, wie schön. Und das hier ist mein Ei. Okay. Ja, das war Folge 50, Sky Isolated. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, liken. Freuen wir uns immer sehr drüben. Frosch im Hals gibt es auch dazu. Und 15 Sekunden. Schaltet doch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Sky Isolated mit dem Kinsey und Nutoka. Reingehauen. Tschüss.